Also die Alarmierung war gewesen, VU Flugzeug klein. VU Flugzeug klein, das heißt also, es war ein sitziges Segelflugzeug. Und der ist dann abgestürzt direkt am Flugplatz in Helmbrecht. Wie die ersten Kräfte eingetroffen sind, war der Pilot bereits hausen aus dem Flugzeug. Haben Kollegen vom Flugplatz, haben ihn gleich raus, war nicht eingeklemmt, konnten ihn eigentlich rausziehen aus dem Flugzeug. Und die Feuerwehr dann nur noch abgesperrt und die Personen betreut, die Betroffenen und auch das Personal am Flugplatz. Und die weiteren Kameraden von dieser Gruppe, die wo jetzt Urlaub da macht, die wird jetzt vom Notfallseelsorger betreut. Erst einmal die Jugendlichen, ca. 20, und im Anschluss dann auch die Erwachsenen. BRK war da mit mehreren Rettungswagen und der Verletzte ist dann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen worden. Ja, das ist schon immer was, ich sag mal, was Besonderes, ein Flugunfall, nicht alltägliches, und schaut dann schon meist schlimmer aus wie ein Verkehrsunfall.